So, du kriegst eine Marketing 5 Ausbildung. Alles klar. Ist schön weit entfernt. Hätte ja auch hier sein können. Aber sie steht schon parat, damit hier, glaube ich, zusammengebastelt werden kann, ne? Guck mal, keine Sekunde zu früh. Hat sich doch entschieden zu bleiben. Alles klar. So. Kann ich dich eventuell ausbilden? In Diagnostik zum Beispiel? Also Schocktherapie, da brauchen wir noch ein bisschen. Dann wollen wir das mal eben tun. Haben wir denn irgendwo aktuell Wartezeiten? Ja. Ja und ja. Ich frage mich, warum hier. Naja, doch, hier warten auch welche. Gut, kein Notfall. Alles klar, habe ich verstanden. Oh. Wie gefällt dir denn unser Krankenhaus? 15, wir hatten sogar schon mal 20. Nicht jetzt. So. Und weißt du was? Nein und nein, wir nehmen keine Notfallpatienten auf. Keine Zeit für. Hier läuft es super. Vor allem die Diagnoseeinrichtungen und die Allgemeinmediziner haben keine Wartezeiten mehr. Dementsprechend ist das mit dem Sterberisiko weitestgehend gering. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier den Mist wegkriegen. Aber ich sehe hier immer nur zwei Ärzte. Wir müssten bis zu drei arbeiten. Naja, läuft. Es war mal schlechter. Ich weiß jetzt nicht, ob die alle weggestorben sind oder. So, Marketing. Dann lass uns doch mal meinen Arzt. Wo ist denn. Du wirst echt nicht fertig, Junge. Du bist ein bisschen doof. Psychiatrie 5. Alles klar. Was können wir denn noch ausbilden hier? Heilung 4. Da haben wir zufällig jemanden, der das kann. Richtig, richtig, genau. Also man kann ja nicht sagen, ne, kann man nicht. Nee, nee, wir sind, was das Thema angeht, Ausbildung, sind wir auf einem guten Weg. Die Finanzen sind auch im Griff dafür, dass wir ja letztlich jahrelang mit sehr wenig Geld, ne, durch das Kontor hier gerannt sind. Wenn die Personen was tun und wenn sich dann was ändert, nachdem sie es getan haben. Das ist originell. Herr Jemine, Ja. Hat jemand in der Schule etwas zu viel am Bleistift geknabbert? Nicht Das wahr, könnte Cynthia? sein.
Vielleicht sollten Sie es mit leichterer Lektüre probieren. Einem Bilderbuch zum Beispiel. So, haben wir einen Ausbildungsplatz frei? Nein. Aber dann haben wir auf den Stationen eben bis zu 3 Pfleger. So. Weil Betten haben wir genug. Hier sind 10 Betten drauf. Wir müssten die doch locker weggearbeitet kriegen, oder? Genau, machen wir hier schön die Blumen schön. Dann ist hier schön alles schön. Das ist hier eine Top-Station, möchte ich sagen, ne? Die Betten sind ungefähr so stabil wie das neue Lego-Modell da von dem Sportwagen. Ne? Mann. $2000 für eine Diagnose. Das ist ganz schön teuer, ne? Ein Arzt in die Psychiatrie, bitte. Auch die Umzugdinger hier, die sind, also die Umkleiden sind auch jetzt nicht besonders überfüllt. Was war das Problem? Es sind nur noch 3 Leute. Weiterbildung abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. Sehr gut. Dann können wir weiter ausbilden. Und zwar möchte ich die hier ausbilden in Stationsverwaltung 2. Hier, du bist mein Ausbilder. Alles klar. Immer noch mit 12. 6. Mach mal einfach. So. Was nehmen wir hier? Was hatten wir da? Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe so das Gefühl, dass mit den 0 Toten werde ich nicht ganz hinkriegen. Warm genug ist es hier. Können wir doch einfach ein Blümchen in die Ecke stellen, oder? Einfach nichts mehr von all den schönen Dingen im Leben hören? Positive Schlagzeilen und lobhudelnde Artikel machen Sie ganz krank? Ja. Dann lesen Sie den Tagesspötter. Denn nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Ja. Das ist Radio Two Point. Guck mal, jetzt sind schon wieder wahnsinnig viele Estinger da, das verstehe ich nicht. Hier ist gar nichts los. Weiterbildung. Da ist doch was frei, da können wir doch mal weiterbilden. So, Kundenbetreuung 2. Da haben wir hier unseren super Ausbilder. Und ja, das ist auch gar nicht so schlecht. Da müssen die nicht so weit laufen. Läuft doch. Wir könnten noch einen heilenden Arzt gebrauchen. Jetzt mal ernsthaft, was soll ich denn mit so einer Person hier? Krankenpfleger wird gebeten, sich in die Apotheke zu begeben. Noch einen Forscher brauche ich nicht. Können wir da eine Marketingkampagne für starten?
könnte ich denn gebrauchen? Kampagne Ärzte? Geisterjäger, Mechaniker, Marketing, ne. Was macht denn jetzt hier mein Forscher übrigens? Kann ich den jetzt mal endlich ausbilden oder immer noch nicht? Der macht ja gar nichts, der Typ. Was ist denn das für eine Pfeife? Weil wenn ich es jetzt einmal hinter mir habe, dann habe ich meine Punkte dafür bekommen. Und Thema ist durch, ne? So, dann bilden wir einmal unsere Allgemeinmediziner weiter. So, und plötzlich braucht keiner mehr einen Scanner, weißt du? Nur noch 7. So, Weiterbildung abgeschlossen. Alles klar, befördern, befördern. Notfall DNS. Ne. So, weiterbilden. Du kriegst Stationsverwaltung. Zack. Schön weit weg, das passt. Jetzt steigen zwar die Zahlen wieder, aber dann sind die ja besser und dann läuft. Aber man kann wirklich sagen, das sind so Wellen, ne? Kann man wirklich so sagen. Weil wir haben ja eine große Marketingkampagne gestartet. Und die sind relativ schnell durchdiagnostiziert worden. Und jetzt haben wir die Behandlung. Mit den in Leder gekleideten Kunstwerken von einst kann es gewiss nicht mithalten. Doch sein Einband und die Druckqualität vermitteln eine gewisse moderne Klasse. Mir gefällt es jedenfalls ungemein gut. Manche mögen nun sagen, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber ich wette, die haben im Leben noch kein Gold gesehen. Okay, Marketing läuft. Ich habe so das Gefühl, wir brauchen einen neuen Entlader. Aber vorher brauche ich natürlich noch jemanden, der damit auch umgehen kann, ne? Weil, ne, das sind jetzt hier so die heilenden Positionen. Und da sind jetzt die großen Wartezeiten. Aber ich denke, wir haben genug Allgemeinmediziner. Hier müssten wir eventuell mal dran. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Befördern. So, Marketing ist jetzt gleich fertig. Und dann können die schnurstracks hier runtergehen und ihre Kollegen ein bisschen entlasten. Ne? Dann gehen wir hier mal händische Reparaturaufträge. Als Spritzenhaus weiß ich nicht so. Ach ja. Alles mal reparieren lassen.
Es müsste so einen Knopf geben, alles reparieren. Das ist dieses jedes Mal anklicken, ist auch reichlich blöd, möchte ich sagen. So, wer möchte denn? Hausmeister, komm hier. Wo wir gerade nichts zu tun haben, wa? Zack. Gleich eine Weiterbildung starten. Hausmeister zur Reparatur des Medikamentenmixers, bitte. So, wie viele Leute sind denn hier auf der Station beschäftigt? Sie müssten ja eigentlich bis zu 3 Leute arbeiten dürfen. Sieht aber nur nach 2 aus. Da kommt aber schon jemand angetrottelt. Sehr gut. Da ist Nummer 3 und dann kriegen wir das hier auch wieder schön abgearbeitet, hoffe ich. Gucken wir uns das mal ein bisschen an. Hier sind 2 Betten nicht belegt. Hier ist ein Bett nicht belegt. Hier sind 2 Betten nicht belegt. 3 Betten nicht belegt. 2 Betten nicht belegt. Aber ihr seht, es ist ganz gut, wenn die Kaffee haben, ne? Für die schulisch Benachteiligten unter Ihnen, œuvre ist das französische Wort für Eierkorb. Und in diesem Fall sind die Eierbücher. Einer unserer Hörer merkte bereits an, das Buch erschien nach seinen Vorgängern und vor seinen Nachfolgern. Das ist gar nicht mal falsch. Aber nun weiter. Warum belegt ihr das Bett da hinten nicht? Das verstehe ich immer nicht, ehrlich. Sind 2 Betten frei. Ich weiß nicht, wie der das berechnet. Das ist mir noch ein Rätsel. Ein Rätsel. Da hinten ist doch noch ein Bett frei, ne? 3 Betten frei. Aber 8 Leute wollen hier rein. Warum kommen die nicht hier rein? Das verstehe ich nicht. Warum ist das immer so? Erst werden die Betten frei, dann, ne? Das, was der da am Fenster gerade gemacht hat, neu auch gerade. Schön die Arme jucken. Also, gatzigste aber. Oh oh. Aber er ist nicht tot. Nur die Behandlung ist schief gelaufen. Das geht doch. Jetzt nicht tot umfallen, bitte. Überleg mal, 4 Betten, die nicht belegt sind. Okay, der setzt sich 3 Betten, die nicht belegt sind. 4 Betten, die nicht belegt sind. Aber wir haben es im Griff, ne? So, heile 40 Patienten nehmen wir an. Befördern nehmen wir an. Forschung abgeschlossen und befördern nehmen wir an. Forschung ist hier. Wir können gleich weiter nach Kudos forschen. Und du kriegst deine Weiterbildung auf. Forschung 5. Und damit hätten wir gleich, wenn der abgeschlossen hat, müssten wir eigentlich die Meldung bekommen, dass... Boah, hier Diagnose 100%. Also, ist natürlich insofern geil, dass wir dann jetzt auch viele sofort... Ja, ich meine, geht natürlich ein bisschen Geld flöten, ne? Aber auf der anderen Seite haben wir nicht mehr diese ganz großen Forschungsdinge. Oh. Ist aber immer noch knapp hier bei einigen. Aber die Station haben wir im Griff. Das haben wir noch nicht im Griff. Der Entlader macht mir noch Sorgen. Hier ist auch alles im Griff. Super. Ich wollte immer noch einen Arzt haben. Die war kacke, ne? Ich brauche noch einen heilenden Arzt. Weil dann können wir nämlich schockschwere Not neu machen. So, mach aber zu.
Dann entwickeln wir den weiter. Aber dafür brauche ich noch einen Arzt. Und zwar jemand, der heilen kann. So, werde ich dann mal ins Bettchen begeben. Wir sehen uns ja heute Abend schon wieder.